Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem kurzen oder vielleicht sogar langem Tutorial zu Total War Rome 2 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Ich mache das jetzt nochmal, weil ich so oft gefragt werde, welchen Sinn die Revolten haben, mit denen ich spiele und warum ich Revolten für sinnvoll halte. Wir machen zuerst einen ganz kurzen theoretischen Teil zu den Revolten. Alle Experten, die schon damit spielen, können das ja gerne überspringen. Dann machen wir einen typologischen Teil, wo ich ganz kurz über die unterschiedlichen Eigenschaften der Revolten rede, die es gibt. Auch da gilt natürlich wieder für die Experten, ihr könnt ja gerne mal in die Timestamps reingucken und das gegebenenfalls dann überspringen. Und dann werde ich noch ein bisschen was zu dem Für und Wider sagen und auch auf jeden Fall noch versuchen, die ganz konkreten Vorteile aufzuzeigen, weshalb ich der Meinung bin, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, Revolten in den eigenen Provinzen zu provozieren, bis zu einem gewissen Grad. Es ist also insofern auch ein Video, wo ich sehr stark versuche, meine Meinung zu vertreten. Und ich will nicht sagen, dass das hier alles in Stein gemeißelte Wahrheiten sind, die ich verkaufe, sondern ich möchte mal meine Überlegungen dazu mitteilen und euch vielleicht auch mal dazu anregen, das mal auszuprobieren und natürlich gerne auch eure Meinung hören. Bitte natürlich konstruktive Kritiken dazu üben, weil ich der Meinung bin, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, über das man in Total War Rome 2 sprechen sollte. Und ich bin auch der Meinung, dass Rome 2 Total War jetzt endlich auf dem Stand ist, wo es wirklich gut spielbar ist, so wie man sich's eigentlich zum Release gewünscht hätte. Und ich bin auch der Meinung, dass es jetzt mittlerweile ein sehr cooles Spiel ist und sehr viel Spaß machen kann. Eine Sache noch vorneweg. Nein, das hier ist jetzt kein aktuelles Let's Play von mir und es sind keine Spoiler drin, aber um euch ein bisschen zu spoilern vielleicht, ich habe mir mal selbst so ein Achievement überlegt und ich weiß nicht genau, wie ich dieses Achievement nennen werde. Das Achievement sieht so aus, dass alle Armeen, die in Angriffe involviert sind, also nur Armeen Angriffe durchführen dürfen und auch nur Armeen verstärken dürfen, die vollständig aus Kamelen und gegebenenfalls natürlich noch einem Begleiter, wie hier zum Beispiel so einem Kriegsherr oder so bestehen. Also nur mit, es wird nur mit Kamelen gekämpft. Für eine Verteidigungsschlacht darf man sich mal so ein paar Einheiten, normale Infanterie rekrutieren, aber ansonsten wird nur mit Kamelen gekämpft. Und ein weiterer Teil dieses Achievements besteht darin, dass der Wohlstand in den Nebenregionen, also nicht in der Hauptregion, wie nennt man das, der Hauptstadt der Provinz, also in den Nebenstädten, den Siedlungen der Provinz, darf der Wohlstand, sofern das halt eben nicht anders möglich ist, nur durch landwirtschaftliche Gebäude und Karawanen generiert werden. Außen vor gelassen bleiben die Tempel, weil man die tatsächlich für die kulturelle Konvertierung ja auch braucht und weil es gibt leider keinen Tempel, der irgendwie so ein großes Kamel darstellt. Das wäre sehr cool gewesen. Da fällt mir übrigens ein, ja, also und bevorzugt sollte natürlich nur Viehweide eingesetzt werden und nicht hier so eine normale landwirtschaftliche Farm. Also sobald man das so umbauen kann, sollte man das dann auch umbauen. Also so ein bisschen so ein selbstgewähltes Achievement und ich finde das mal ganz witzig, einfach nur mit Kamelen zu spielen. Kamele sind nämlich tatsächlich eine immens coole Einheit und insbesondere mit Saba kann man so genial mit Kamelen spielen und Kamelkataphrakte. Ich sag's euch. Zuckereinheit. Macht einfach nur tierisch Laune, mit denen zu spielen. Und wenn man da so zwei Fullsacks hat, dann ist es richtig cooler Scheiß. Okay, gut. Also, aber so viel jetzt erstmal hier zu diesem Pseudo-Setting, in dem das hier stattfindet. Gut, also. Als allererstes ist gesagt, dass Rome 2 Total War auf der Strategieoberfläche, auf der wir uns hier befinden, ein rundenbasiertes Strategiespiel ist. In diesem rundenbasierten Strategiespiel, haha, ihr wisst es natürlich alle, ne, besteht der Sinn und Zweck ja darin, möglichst viele Provinzen zu erobern, möglichst groß zu werden, möglichst viel zu expandieren, möglichst viel Geld anzuhäufen, damit man mehr Armeen unterhalten kann, mit diesen Armeen Eroberungszüge durchführt und so weiter und so weiter. Hahaha, wisst ihr natürlich auch alles, ne? Vollkommen klar. Aber jetzt mal rein systemisch betrachtet. In diesem Spiel heißt das ja, es ist rundenbasiert, unsere Armeen haben eine begrenzte Zugreichweite.
Heißt es effektiv, ist es für uns, wenn wir möglichst viele Angriffe pro Runde durchführen und diese Angriffe möglichst effektiv sind, das heißt für uns mit wenig Verlusten einhergehen. Warum ist das so? Nun ja, jede Armee, die nur rumsteht, kostet Geld und macht nichts. So zum Beispiel jetzt wie diese Armeen gerade hier. Die stehen nur rum und kosten einen Haufen Geld. Wir können ja mal gucken. Ich habe die schon entsprechend. Sehen wir das hier, was die Armeen kosten? War ja keine Ahnung. Ob das, ist jetzt auch egal. Diese Armeen kosten uns jedenfalls nur einen Haufen Geld, wenn sie rumstehen und keine Kriege führen. Und das ist doch irgendwie richtig, richtig, richtig blöd, ne? Wir wollen doch, dass unsere Armeen die ganze Zeit irgendwie kämpfen. Und dieses Kämpfen wird auch von dem Spiel belohnt, indem wir zum Beispiel Erfahrungspunkte bekommen für unsere Generäle, indem wir Erfahrungspunkte bekommen für unsere Armeen und diese Armeen dann natürlich irgendwann hochstufen und Armeetraditionen erreichen bis zu einem gewissen Level. Also irgendwann wird es utopisch, weiter bei den Armeetraditionen aufzusteigen. Ich glaube, ab Rang 5 wird es halt echt richtig, richtig knackig. Aber bis dahin werden wir vom Spiel eigentlich erstmal belohnt, wenn wir kämpfen. Das ist ganz wichtig. Okay. Ich habe also damit mein Ziel. Eigentlich möchte ich, dass meine Armeen kämpfen. Eigentlich möchte ich auch, dass meine Armeen natürlich gewinnen. Ich möchte, dass meine Armeen besser werden. Ich möchte mehr Erfahrung haben für meine Einheiten. Und ich möchte irgendwie auch, dass meine Armeen tatsächlich dazu führen, dass ich irgendwie zusätzlichen Wohlstand generieren kann. Das kann man auf verschiedene Art und Weisen machen. Das Spiel bietet einem ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel, wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, diese Armeen plündern jetzt nicht, ne? Die stehen in meiner Provinz in Hormosia. Die habe ich relativ frisch eingenommen und wir haben gerade hier eine Revolte. Ich zeige euch erstmal, wie ich diese Revolte ausgelöst habe und warum das sinnvoll ist, diese Revolte auszulösen. Ihr werdet jetzt gleich sehen. Achtet mal hier unten jetzt auf mein Einkommen. Das ist jetzt momentan bei 3.701. Jetzt werde ich anfangen, meine eigene Provinz zu plündern. 4.351. Ich nehme die nächste Armee. 5.095. Ich nehme die nächste Armee. Und 5.491. Meine Armeen, die jetzt hier stehen und plündern, sorgen da tatsächlich dafür, dass ich fast 2.000 Denare pro Runde mehr mache. Das, oder Talente ist, glaube ich, hier die Spielwährung, ne? Und das ist unglaublich wichtig, denn ich spare erstmal dadurch, dass meine Armeen hier plündern, wahnsinnig viel Geld. Aber es wird ja noch besser, ne? Der Nachteil ist natürlich, wenn ich meine eigenen Provinzen plündere, dann geht die öffentliche Ordnung in den Keller. Vollkommen klar, ne? Die öffentliche Ordnung geht so lange in den Keller, bis sie bei minus 100 ist. Dann gibt es eine Revolte. Diese Revolte sieht so aus: Es ist hier eine Rebellenarmee. Ich werde ja gleich noch was zu diesen unterschiedlichen Typen sagen und gegen welche man bevorzugt kämpfen sollte und so weiter und so fort, ne? Und ich könnte jetzt so lange warten, bis diese Rebellenarmee hier einen Fullstack, die wird jetzt jede Runde immer größer und plündert natürlich meine Region selbst. Ich könnte jetzt warten, bis sie immer größer wird und dann ist es irgendwann Fullstack und dann greift die mich an und dann mache ich die platt und dann habe ich eine öffentliche Ordnung auf 0 gesetzt. Ja, dann ist sie wieder auf 0, ne? 5 mal 20, ne, ist klar, ne? Okay. Ja, das könnte ich natürlich machen. Ich könnte die Armee auch vorher platt machen. So könnte ich diese Armee platt machen, hätte relativ wenige Verluste. Ne, und das würde eben meinem Spielprinzip entsprechen. Ich könnte natürlich auch hingehen und greife die erstmal so an. Dann treibe ich die erstmal nur da hoch. Ne? Und jetzt kann ich sie nochmal angreifen und bekomme, wenn ich sie nämlich platt gemacht habe. Ja, die wird das überleben, aber sie ist natürlich trotzdem tot, weil sie einmal abgehauen ist. Jetzt bekomme ich nochmal Geld rein. Ich kann nämlich die Gefangenen versklaven. Und das ist richtig gut, denn ich muss dafür sorgen, dass hier ständig irgendwelche Sklaven in meinen Städten unterwegs sind und für mich arbeiten und so weiter. Und am besten möglichst viele. Jetzt komme ich zu einem weiteren Spielaspekt. Warum ist es wichtig, viele Sklaven zu haben? Jetzt werdet ihr sagen, Sklaven sind doch voll scheiße. Die sorgen ja dafür, dass die öffentliche Ordnung runtergeht. Das ist ja aber zum Beispiel was ich in meiner Provinz, die ich gerade selbst plündere, genau will. Ne? Das ist nur so ein Punkt. Aber es gibt noch einen anderen Punkt und der ist viel drastischer. Wenn wir uns nämlich mal die Wohlstandsdetails in den Provinzen angucken, dann sehen wir momentan, wir machen hier 12,5% durch Sklaven und 18,0% durch Steuern. Unsere Korruption und unser Reich ist noch nicht so groß, frisst momentan 8,6% unserer Einnahmen auf. Wir sehen auch, ne, das ist ein bisschen unterschiedlich, hängt von den Regionen ab, ne, wo die Sklaven halt sind. Und es ist natürlich gut, wenn die Armeen möglichst groß sind, damit man möglichst viele Sklaven bekommt oder dass man irgendwelche Städte ausraubt und dann da natürlich nochmal möglichst viele Sklaven kriegt. Ich muss mal gucken, wie weit. Hier ist nicht so hoch, ne? Okay.
Wie ist es hier? Auch nochmal gerade checken. 4,0. Okay, gut. Na, das sind natürlich auch kleine Provinzen und so. Und ich habe jetzt gerade erst wieder angefangen, hier zu versklaven und so. Ne? Und deswegen macht das hier noch nicht so. Ist es hier für mich schwierig, zusätzlichen Wohlstand mit Sklaven zu generieren. Also muss ich die irgendwie einfangen. Und dazu bieten sich auch diese Rebellenarmeen an. Ihr werdet nämlich feststellen, je weiter ihr im Spiel fortschreitet und je mehr Provinzen ihr erobert, dass eure Korruption anfängt, eure Steuern vollständig aufzufressen. Wenn ihr dann keine Sklaven habt, macht ihr kein Geld mehr. Dann zahlt ihr in den Provinzen faktisch drauf, weil eure Korruption höher ist als die Steuereinnahmen, die ihr macht. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ständig irgendwelche Schlachten zu führen und ständig irgendwelche Einheiten niederzuknüppeln, damit man ständig einen frischen Nachschub an Sklaven hat. Das sagt mir diese Spielmechanik erstmal, das ist der zweite, ne, also das ist der zweite Punkt in der Spielmechanik. Der sagt mir erstmal, es ist sinnvoll, immer so viele Sklaven zu haben, dass ich keine Revolten dadurch bekomme, es sei denn, ich kann diese Revolten sofort niederschlagen und mit meinen Armeen dagegen diese Revolten kämpfen und vielleicht diese Revolten sogar provozieren, weil diese Sklavenrevolten kann man ja dann selbst wieder nochmal versklaven und dann bekommt man wieder Sklaven zurück. Aber es ist natürlich, es ist auf jeden Fall sinnvoll, Sklaven zu haben und es ist auch sinnvoll, möglichst viele Sklaven zu haben, weil man die öffentliche Ordnung leichter unter Kontrolle bekommen kann, als dass man die Steuern hochsetzen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also nochmal die Gedankennotiz hier, ne? Es ist einfacher für uns, diese Korruption mit Sklaven zu kompensieren, als es durch Technologien oder Gebäude zu tun. Weil die Technologien dauern auch relativ lange, muss man auch sagen. Aber gut, okay, darüber kann man sich vielleicht noch streiten, ob das jetzt sinnvoller ist, das mit Sklaven zu machen oder nicht. Punkt 3. Diese Revolten, die hier entstehen, die ihr hier auch eben gesehen habt, das sind eigene Fraktionen. Die Rebellen, die Sklaven, die haben eigene Fraktionen. Und diese eigenen Fraktionen sind mit allen anderen KI-Fraktionen im Krieg. Das hat den sehr. Oh Gott, die guckt echt mega unheimlich. Naja, egal. Also, das hat den sehr interessanten Nebeneffekt, dass die KI hingehen wird und versuchen wird, diese Fraktionen platt zu machen, beziehungsweise zumindest, dass sie erkennt, dass wir gegen diese, dass sie hier in meinem Territorium hier, dass sich hier eine verfeindete Fraktion befindet, die sie nicht leiden kann. Und das heißt also, sie wird unter Umständen hingehen und Armeen losschicken, um diese Revolten platt zu machen. Und sie wird unter Umständen auch Agenten losschicken, um diese Armeen platt zu machen. Warum kann das sinnvoll sein? Es ist immer dann sinnvoll, wenn diese Revolten in meinen Provinzen mit einer Grenze zu einer KI-Nation stattfinden, weil die KI-Nation, die ja ein potenzieller Gegner für mich ist, sie ist an meiner Grenze und sie wird Gebiete erobern, schwächt sich dadurch selbst, indem sie nämlich zum Beispiel Agenten dorthin schickt und indem sie Truppen dorthin schickt. Und das ist in meinen Augen ist das ein Vorteil, weil sich die KI-Nationen damit selber schwächen und wir haben ein Interesse an möglichst schwachen KI-Nationen. Auf der anderen Seite natürlich kann man sagen, das ist ja natürlich so, das schafft ja dann wieder hier zum Beispiel Raum für so eine Fraktion wie die Roxolan, die ja irgendwie jetzt alles kontrollieren. Und dann hat man irgendwann so eine super mächtige KI-Nation hier unten neben sich hocken. Aber auch da muss man sagen, also unter Umständen ist die Bedrohung halt nicht so groß und unter Umständen wird diese Nation ja dann selbst auch versuchen, diese Revolten niederzuschlagen. Also man sollte nicht vergessen, diese Fraktionen, die hier entstehen, und insbesondere wenn sie länger als eine Runde dastehen, locken andere Armeen an, die sich daran abreiben oder abarbeiten. Ne? Man kann natürlich auch, wenn dann hier so eine Armee angreift, man muss ja nicht unbedingt hier in Gefecht beitreten, dann verheizt die KI auch ganz gerne mal ein Charaktermodell da dran. Das sei ja auch nur noch mal so hier in den Raum geworfen. In meinen Augen ist es auch ein Vorteil. Man sollte sich aber darüber im Klaren sein, nicht, dass man den Verbündeten, der gerade mit einem im Krieg gegen eine andere Seite kämpft, dass man den halt ablenkt, indem man zum Beispiel hier jetzt, keine Ahnung, nur als Beispiel, sagen, ich wäre jetzt hier mit den Seleukiden verbündet und würde gerade gegen die Ägypter kämpfen und ich hätte halt hier die ganze Zeit Revolten und mein Verbündeter würde die ganze Zeit seine Truppen hier hochschicken, um diese Revolten platt zu machen, würde dabei von den Ägyptern überrannt, weil er seine Truppen nicht mehr hier zu Hause hat, um sein eigenes Land zu schützen. Ne? Also das wollte ich nur sagen, das wäre noch auch ein mögliches Szenario. Punkt 3 zur Spielmechanik und wir kommen jetzt zu den unterschiedlichen Typen von Revolten. Es gibt insgesamt zwei unterschiedliche Revolten. Das ist die normale Rebellion und das ist der Sklavenaufstand. Die Rebellion und der Sklavenaufstand haben ein unterschiedliches Ziel und die haben auch eine unterschiedliche Bedeutung für unser Vorgehen gegen diese Revolten.
Die Rebellion wird erstmal hier stehen, plündern, wird jede Runde stärker werden und irgendwann wird sie unsere Stadt oder eine unserer Armeen angreifen. Das muss nicht unbedingt sein, wenn die öffentliche Ordnung dann bei 100% ist. Aber es könnte, also es ist relativ häufig, dass es bei 100% dann ist, beziehungsweise bei 0, ne? Also wenn die öffentliche Ordnung dann hier genullt wurde. In dieser Zeit können wir übrigens weiter plündern. Das hat darauf überhaupt dann gar keine Auswirkung mehr. In diesem Falle, wenn wir eine Rebellion haben, ist die öffentliche Ordnung hart gesettet. Da können wir dann nichts mehr dran verändern mit Gebäuden, mit Entscheidungen, mit sonst irgendwas. Wir kriegen 20 jede Runde dazu. Und die Kaina, also diese Rebellen bekommen, die, Moment, jetzt muss ich, doch, und die Rebellion, also die Rebellen, bekommen jede Runde einige Einheiten für ihren Stack. Ich glaube immer 4, ne, bis sie halt eben dann einen 20er Stack haben, also einen Full Stack entsprechend, ne. Okay, das ist die eine Form. Diese Rebellion hat das Ziel, die Stadt zurückzuerobern. Das könnte hier in diesem Fall, ich weiß jetzt gar nicht, wem Hormosia am Anfang gehört. Aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal Charax. Die gehört am Anfang zu Medien. Ich werde hier medische Nationalisten, nenne ich sie jetzt mal im EU4-Jargon. Ne? Ich werde hier eine medische Rebellion bekommen. Und diese medische Rebellion hat zum Ziel, Charax wieder zurückzuerobern. Das ist ja ganz wichtig, wenn wir diese Provinz hier verteidigen wollen. Denn wir wollen ja nicht, dass wir die ständig von den Rebellen zurückerobern müssen. Auch wenn das jetzt nicht so schlimm ist. Aber in dem Moment, wo wir halt Geld reingesteckt haben in diese Provinzen, könnte das ja natürlich schlecht für uns sein. Ne? Also ein weiterer Punkt, den wir berücksichtigen müssen. Jetzt gibt es noch die Sklavenaufstände. Die Sklavenaufstände sind was anderes. Die Sklavenaufstände entstehen in Provinzen, in denen die öffentliche Ordnung durch die Sklaven stärker beeinträchtigt wird, als durch kulturelle Unterschiede. Und in dem Moment, wo das der Fall ist, wo die Sklaven den größeren Unterschied ausmachen, als die kulturellen Unterschiede, zweimal Unterschied in einem Satz, ne? In dem Moment können Sklavenrevolten entstehen. Es muss nicht unbedingt sein, aber sie können entstehen. Sie sind wahrscheinlicher geworden. Und diese Sklavenaufstände, die machen was ganz anderes. Die resetten nämlich unsere öffentliche Ordnung sofort auf Null. Und ich kann zu diesem Zeitpunkt die öffentliche Ordnung auch wieder durch alles beeinflussen. Durch Plündern, durch Entscheidungen, durch Erlasse, durch Gebäude und was weiß ich. Die resetten das auf Null zurück. Dann steht hier eine Full-Stack-Armee aus relativ gut erfahrenen, aber nicht so qualitativ hochwertigen Truppen, die meine Stadt angreifen, Achtung, aber nur plündern wird. Die Sklaven werden keine eigene Fraktion werden, sie werden das nur plündern. Und dann ziehen sie weiter, dann suchen sie sich eine andere Stadt. Ich habe auch schon gesehen, dass Sklaven eingeschifft haben und dann einfach irgendwie hier so auf dem Meer rumgesegelt sind. Auch das kann passieren. Aber sie werden sich auf jeden Fall danach erstmal ein anderes Ziel suchen. Sie sind insofern gefährlich, weil sie sofort angreifen. Und sie greifen sofort die nächste Stadt an, die sich in ihrer Nähe befindet. Und zwar also unsere, nicht irgendeine von der KI, sondern unsere. Und in der Regel ist es auch relativ schwierig, dann gegen solche Truppen zu verteidigen. Also gerade eben, wenn man im hellenistischen Raum, wenn man da eine Rebellion hat, hat man da häufig noch tarentinische Kavallerie dabei und sowas. Und die sind relativ ekelhaft, gegen die zu kämpfen. Da macht das nicht so viel Spaß und häufig sind die Siedlungen dann auch nicht so stark und dann kriegt man die nicht so gut unter Kontrolle. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, dass es diese zwei unterschiedlichen Formen der Revolte gibt. Und was wir eigentlich haben wollen, ist die Rebellion. Warum wollen wir die Rebellion haben? Wir wollen jede Runde, habe ich ja schon gesagt, eine Möglichkeit jede Runde kämpfen. Wir wollen jede Runde hier unsere Kohle haben, ohne dass es Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung hat. Es sei denn, sie auf immer jede Runde wieder auf minus 100 zu prügeln oder niedriger. Und wir wollen jede Runde die Erfahrung sammeln, ohne hohe Verluste zu haben. Habe ich ja auch gesagt, ne? Hohe Verluste sind immer relativ schlecht. Und gegen diese Sklavenarmeen, gut, da sind die Verluste, gerade mit 3 Fullstacks, wie wir jetzt hier haben, ist wahrscheinlich halt nicht ganz so hoch, aber ist immer noch hoch genug. Ne? So, jetzt nochmal zu dem Punkt, warum diese Rebellionen sinnvoll sind, auch sofort niederzuschlagen. Weil zu einer gewissen Phase im Spiel die Rebellion danach sofort nochmal wiederkommen wird. Das heißt, ich mache mit jeder Armee, mit der ich die angreife, direkt mal erstmal 10 Punkte Erfahrung für meine Armee, die die angreift und 5 Punkte Erfahrung für die Armee, die hier verstärkt. Ich kann diese Rebellion übrigens auch zum Ziel meiner Agenten machen, denn Agenten kriegen halt unnormal viel mehr Erfahrung, wenn die hingehen und eine gegnerische Fraktion sabotieren. Die kriegen unnormal viel mehr. Ich glaube, sie kriegen 16
16 Erfahrungen für eine erfolgreiche Sabotage. Sie kriegen 4 Erfahrungen, wenn man sie irgendwo in der Provinz einfach nur so aufstellt. Und sie kriegen 6 Punkte Erfahrung pro Runde, wenn man sie in eine Armee reinstellt. Also man könnte sich überlegen, wenn man eine gut gefüllte Kasse hat, jede Runde die Revolte auszulösen, dann alle Agenten, die man hat, da drauf zu schicken, damit die mega viel Erfahrung schnell bekommen natürlich. Denn die müssen die schnell bekommen, bevor die irgendwie abnippeln. Und dann kann man nachher mit denen schöne Sachen machen, wenn man die Revolten nicht mehr auslösen muss. Denn es wird irgendwann der Punkt kommen, wo es für uns keinen Sinn mehr hat, diese Revolten auszulösen. Also geeignet für Armeen, geeignet für Agenten und natürlich eben dann besonders die Rebellionen, weil die besonders leicht zu handeln sind. Außerdem könnte es, also wir müssen außerdem darauf achten, dass wir immer unsere Stadt schützen können, damit wir hier immer diese Rebellion bekommen, ne? Damit wir natürlich nicht unsere Investitionen in die Stadt verlieren. Wir können die jetzt hier auch locker nebenbei ausbauen, denn diese Stadt kann nicht angegriffen werden. Hier ist die Kontrollzone der Stadt und ihr seht, da steht eine richtig fette Armee drin. Da könnten auch die komischen, Sklaven ankommen und das Ding angreifen. Die hauen wir sofort wieder weg. Ja, also, aber wir sehen das ja auch hier als Gelegenheit, gleichzeitig nicht nur einen Haufen Geld zu sparen, sondern auch noch unsere Stadt in aller Ruhe ausbauen zu können. Wann bieten sich diese Rebellionen noch besonders an? Sie bieten sich besonders an in Friedenszeiten, sie können sich aber auch in Kriegszeiten anbieten. Sie bieten sich an in Friedenszeiten, weil da unsere Armeen nicht kämpfen. Friedenszeiten sind für uns totes Kapital, sage ich mal, ein bisschen banal oder ein bisschen provokativ. Ein bisschen polemisch ausgedrückt. Friedenszeiten sind für uns totes Kapital. Wir müssen die ganze Zeit Krieg führen, damit unsere Armeen die ganze Zeit irgendwas zu tun haben. Denn in Friedenszeiten stehen die nur rum und kosten Geld. Davon hat keiner was. Also in diesem Spiel. Da bieten sich jetzt einige Parallelen zur amerikanischen Außenpolitik an. Lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Oder vielleicht sogar zur russischen. Also egal, ne? Wie gesagt, unsere Armeen müssen die ganze Zeit irgendwas tun. Ja. Und im Frieden tun sie nichts. Wir könnten auch natürlich einen Krieg führen, suchen wir uns irgendeine schwache Fraktion raus. Sagen wir mal hier, keine Ahnung, Baktrien, gut, die sind mit den Skythen verbündet, sagen wir mal, die wären nicht mit den Skythen verbündet, kommen hier eine Fraktion, erklären wir den Krieg, wäre auch noch ganz sinnvoll, ne? Wir können diese Stadt erobern, könnten halt hingehen und hier bei dieser Eroberung unsere Armeen drillen, aber wir hätten halt eben nur diese eine Schlacht und danach müssen wir uns überlegen, was machen wir denn jetzt mit unseren Armeen, jetzt ist der Gegner platt, was sollen wir denn jetzt tun? Und jetzt haben wir viele rausgeworfene Erfahrungspunkte. Wir haben wieder die gleiche Situation wie vorher. Also, okay, legen wir uns mit einem Gegner, der ein bisschen stärker ist, der ein paar mehr Provinzen hat. Nehmen wir mal Persien. Ich bin auch gerade mit Persien im Krieg. Das Dumme an der ganzen Sache ist halt nur, ich brauche eine Armee hier, ich brauche eine Armee hier und ich brauche eine Armee hier. Und das heißt, damit diversifiziere ich ja meine Armeen und kann deren Schlagkraft nicht so gut bündeln. Ich kriege auch nicht so viel Erfahrung, weil, also jetzt mal ernsthaft, es wäre schwachsinnig, mit allen Armeen, die ich habe, auf Raga zu rennen, danach mit allen Armeen, die ich habe, auf Hekatompylos zu rennen und danach mit allen Armeen, die ich habe, auf Satrakata zu rennen. Da ist es doch sinnvoller, wenn ich hingehe und mir eine Provinz rauspicke, solange ich hier oben gut verteidigen kann, und ihr seht, ich brauche da gar nicht mal so viel, um da zu verteidigen. Ich suche mir eine Provinz raus, wo ich gut verteidigen kann und dann gehe ich erstmal hin und dann plündere ich die und dann stelle ich meine Armeen da rein, so wie hier und dann lasse ich erstmal plündern und zwar so lange, bis die ganzen Revolten rausgelöst sind, bis ich irgendwann hier von selbst Ruhe in die Provinzen bekomme, denn irgendwann wird sich das hier mehr oder weniger nivellieren und ich mache dann nur noch so minus 5, minus 4 Unruhe pro Runde, spätestens dann, wenn ich das Ding hier auf Stufe 3 ausgebaut habe, kriege ich plus 10 öffentliche Ordnung, dann ist der Drops gelutscht, da passiert dann nicht mehr viel. Dann kann ich weiterziehen, wie die Heuschrecken, bieten sich wieder einige Parallelen zur amerikanischen Außenpolitik an, ist egal, und suche mir eine weitere Stadt und greife die dann an, ja. Ich will hier jetzt übrigens niemandem auf die Füße treten mit meinen schnippischen Kommentaren zu irgendwelchen Außenpolitiken irgendwelcher Länder oder sowas. Bitte seht das, das soll ein Scherz sein, ja. Also ich mache das jetzt hier nicht, um irgendjemanden zu provozieren. Bitte, ja, also no offense intended. Okay. Das heißt also, es bietet sich sogar auch in Kriegszeiten an, zu plündern. Und das bietet sich halt insofern wieder an, weil ich alle meine Armeen, die ich trainieren will, das sind hier in diesem Fall alle Armeen, die zu meiner Partei gehören und die will ich ja, ich will, dass sie dauernd was zu tun haben, außer den Staatsmännern, die hier meinen politischen Einfluss vergrößern. Ich könnte den Typen eigentlich auch mal, der ist schon so alt, den adoptieren wir nicht mehr, ne?
Aber danach, das hier ist noch ein bisschen, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Da haben die noch irgendwie Nachwuchs gekriegt. Und das war relativ blöd, weil ich jetzt hier eine Armee quasi zum Fenster rausschmeiße, im Endeffekt. Na, sag ich mal, später noch was zu so dem ganzen Fraktionsmanagement kann ich irgendwann auch nochmal ein Tutorial machen. Ich schweife ab, ne? Es ist also auch in Kriegszeiten sinnvoll, sowas zu machen. Und mein nächstes Ziel, ganz klar, ist Raga. Und dann gehe ich hin und parke da meine Full-Stack-Armeen und lasse die erstmal angelaufen kommen. Und versuche hier einfach erstmal nur die Revolten und die Parther niederzuknüppeln, die da kommen. Und im Idealfall macht man also keine Kriege gegen so große, disparate Fraktionen, also disparat hier mit weit auseinanderliegenden Regionen, wie jetzt hier zum Beispiel die Roxolanen. Das hat einfach keinen Wert. Da muss ich meine Armeen über alle möglichen Routen irgendwo hinschicken oder hier runter. Und da laufen die ja erstmal nur. Und Armeen, die sich die ganze Zeit nur bewegen, aber nicht kämpfen, kosten mich ja auch nur wieder Geld. Das ist ja auch wieder so ein schlimmer. Das ist ja auch wieder so was total Schlimmes. Das will ich ja auch wieder vermeiden. Ne? Ich will also auch vermeiden, dass die Armeen die ganze Zeit einfach nur irgendwie durch die Gegend rennen. Ne? Und ich will gerade diese ganzen schönen Boni, die es ab einem hohen Level halt gibt, die will ich halt gerne haben. Ne? Also. Der Typ hier zum Beispiel, der ist jetzt 45, der wird bald Stufe 7 sein. Den habe ich bekommen, da war der Mann 16 und er macht eigentlich nichts anderes, als die ganze Zeit irgendwelche Rebellen niederzuprügeln, holt sich jede Runde schön seine 10 Erfahrungspunkte ab und ihr seht einfach, der wird mir wahrscheinlich mit 54 killt mir das Spiel, mein Stufe 8 General, weil der für das Spiel einfach zu gut ist oder so, ich habe keine Ahnung. Aber das Spiel wird mir das auf jeden Fall nicht gönnen, ja. Hier, die sind übrigens, das kann man sich übrigens auch überlegen, dann man kann entsprechend seine Generäle noch skillen, damit die halt eben keine, und da muss man natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass man halt hier nicht sowas nimmt wie die Hüter des Friedens, dass die Armee am Ende noch für öffentliche Ordnung sorgt, das ist ja katastrophal, das wollen wir auf gar keinen Fall haben. Ne? Also, das ist ja total, total schlecht für uns. Wir wollen auch keine Agenten hier drin stehen haben, die irgendwie öffentliche Ordnung bringen. Wir wollen auch keine Agenten in unseren Armeen haben, die irgendwie öffentliche Ordnung bringen. Das heißt, wir müssen unsere Würdenträger auch am besten, wir sehen das hier, die sind natürlich dann nicht so, ja, das ist halt natürlich blöd gelaufen, ne? Aber hier, die sind natürlich so geskillt, dass sie die Armeen billiger machen und nicht, dass die öffentliche Ordnung stiften. Ne? Deswegen habe ich auch. Muss man auch immer bei den Streitern ein bisschen aufpassen, ne? Die haben ja auch manchmal so ein Ding, dass sie öffentliche Ordnung erzeugen oder die Spione. Na, ihr wisst, was ich meine in dem Fall. Okay. Jetzt fragt ihr euch noch bestimmt, welche Kriterien gibt es denn so, wo ich Revolten auslösen sollte und wo sollte ich wirklich konsequent auf Revolten gehen und wo sollte ich vielleicht eher auf ein normales Besetzen von Siedlungen gehen. Also ich sag auch, ich gehe nicht auf Niederreißen. Ich gehe auf Plündern, weil ich durch Plündern Sklaven und mehr Geld bekomme als durchs Niederreißen. Einschränkung der öffentlichen Ordnung ist dabei ein willkommener Punkt. Wir müssen uns Provinzen aussuchen, aber wo wir diese Rebellionen in einem guten, also gut im Zaum halten können. Homosia bietet sich hier sogar halbwegs an, weil die Revolten hier unten kommen. Wenn ich meine Truppen so aufstelle, kommt die Rebellion hier unten. Ich greife die von unten an, der läuft hier hoch. Ich kann die Typen die ganze Zeit hier so im Plündermodus stehen lassen. Greife die nochmal an, habt ihr ja eben gesehen, und dann ist die Rebellion Fritte. Und das ist eigentlich, so sollte es eigentlich laufen. Das heißt, sie sollten gar nicht aus diesem Plündermodus rausgehen, denn wir wollen ja jede Runde eine Rebellion in dieser Provinz haben. Oder in dieser Region, ist ja nicht die Provinz. Genau, das ist nämlich ganz wichtig. Wir wollen Rebellionen in Regionen haben und nicht in Provinzen. Denn wenn wir mal, sagen wir mal, wir nehmen hier Arabia Felix, Maskat, Marib, Eudaimon, das ist ja alles so super weit auseinander. Das ist total schlecht. Am Ende kriege ich hier eine Rebellion in Eudaimon und meine Truppen stehen hier in Maskat. Muss ich da hinlaufen? Ist total doof. Ja? Davon hat kein Mensch was. Das wollen wir natürlich nicht haben. Im Idealfall haben wir natürlich sowas hier wie Zypern oder so eine Insel wie Rhodos oder eine Insel, von mir aus Kreta geht auch noch. Das sind ja hervorragende Regionen für Revolten. Die sind, also Rhodos ist die beste Region für Revolten, weil das ist die kleinste Insel, die es in dem Spiel gibt und die Rebellionen haben überhaupt die wenigsten Möglichkeiten, sich irgendwo zu, in Anführungszeichen, zu materialisieren, sage ich mal. Das heißt, diese Rebellionen können nur in diesem winzig kleinen Bereich hier auftreten. Das heißt, ich kann immer schön meine ganzen Armeen so um diese Rebellion drumherum drapieren,
dass ich die beim ersten Angriff genau in die Arme meiner anderen Verstärkungsarmeen treibe und sie dann angreifen. Genauso sollte man es eigentlich machen. Und man wird dadurch einen Haufen Erfahrungspunkte bekommen. Man wird dadurch außerdem einen Haufen Sklaven bekommen, was auch total wichtig ist. Man wird dadurch einen Haufen Geld sparen, weil man die Armeen die ganze Zeit plündern lassen kann. Ihr habt es ja gesehen, wir sparen 2000 Talente pro Runde, wenn wir unsere eigene Provinz plündern. Ne? Also für meine Begriffe spricht nichts dagegen, das zu machen, außer die persönliche Vorliebe und zu sagen, mir ist es zu stressig, ich habe keinen Bock darauf, ich mache das nicht. Und das kann man auch durchaus verstehen. Ne? Also man hat halt auch die ganze Zeit was zu tun und es ist mehr Micro, was man halt machen muss. Ne? Also möchte ich auch sagen. Es ist auch was, bietet sich nicht unbedingt für leichte Schwierigkeitsstufen an, weil man da einen krasseren Bonus auf die öffentliche Ordnung bekommt. Ist vielleicht eher was für die höheren Schwierigkeitsstufen. Sehr schwer, legendär. Legendär vor allen Dingen. Boah, legendär ist die beste Schwierigkeit für diese Rebellion. Weil man, ich glaube, man kriegt minus 8 Malus auf die öffentliche Ordnung. Ich glaube, wir kriegen minus 6 oder so. Ist hier auf, ist auch sehr schwer, oder? Moment, ich muss nur gerade gucken. Haben wir es hier irgendwo? Gebäudeverarmung, Charaktere, sehe ich gar nicht. Wahrscheinlich übersehe ich es irgendwo. Auf jeden Fall bekommt man auch durch die Schwierigkeiten natürlich nochmal einen Malus da drauf, auch wenn das hier jetzt nicht separat ausgewiesen ist. Also vielleicht nochmal hier in den Details. Nochmal gerade gucken. Hier steht es wahrscheinlich auch nicht drin, ne? Naja, ist ja auch egal. Ja, also das, wenn ich übrigens mal gerade... Ja, da wurde jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen hier mein Einkommen modifiziert, auch das interessant, das zu sehen. Okay, gut. Ja, ich hoffe euch mit diesem kleinen Tutorial ein paar Anregungen gegeben zu haben. Es ist ja in dem Sinne kein wirkliches Tutorial, sondern es ist eher so eine Methode zur Anregung, wie man hier weiter spielen und vorgehen kann und wie man seine Spieltechnik noch ein bisschen erweitern und ausfeilen kann, weil in meinen Augen ist einfach das Frustrierendste, dass diese Charaktermodelle so schnell sterben. Und ich finde es einfach viel cooler, wenn man jede Runde hier schön sein Gemetzel mit diesen Rebellen da veranstalten kann, um seine Einheiten, seine Armee und die Armeetradition vor allen Dingen zu pushen. Und insofern auch noch nebenbei einen Haufen Geld zu machen. Es macht das Spiel deutlich nochmal eine Nummer leichter. Und es sorgt aber auch nachher für ein bisschen mehr Spielspaß, wie ich finde, weil man dann einfach coolere Fähigkeiten bei den Generälen hat und das Fraktionsmanagement nochmal ein bisschen besser ist und man schneller seine Städte entsprechend ausbauen kann, weil man dann einfach so viel Geld spart oder man noch eine weitere Armee aufstellen kann und damit mehr Gefechte führen kann. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken und freue mich, wenn ihr im nächsten Tutorial-Part wieder dabei seid. Dann werde ich nochmal was zu den einzelnen, also zum Fraktionsmanagement sagen. Und bis dahin sage ich dann in diesem Sinne, Pax Vobiscum Valete. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich hier irgendwas vergessen habe, aber bitte lasst es mich doch wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dahin, alles Gute. Ciao.